Wir gucken hier mal ganz kurz rein. Hier, das ist Sterzig, okay? Das hier ist Sterzig. Sterzig hat vor 2 Jahren das erste Mal, am 1.4.2020, ne, fast vor 3 Jahren, by the way, am 1.4.20 hat er das erste Mal Tarkov gespielt. Also, ich glaube, nicht mal vor mir. Wobei, zu der Zeit habe ich, glaube ich, auch das erste Mal gespielt. Ich glaube, ich habe mit den Jungs, also mit Sterzig und mit Henno, die haben dann die Tage darauf, glaube ich, ein bisschen gezockt, habe ich die ersten Male gespielt und war so, voll das komische Game. Und ich will hier einfach nur mal reinskippen, weil der rallt halt gar nichts. Und ich finde es sehr schön, ohne ihn jetzt bloßstellen zu wollen, er hat nämlich jetzt vor ein paar Tagen wieder ein Video hochgeladen, das habe ich noch gar nicht angeguckt. Aber er weiß natürlich ein bisschen besser Bescheid mittlerweile. Aber er ist halt blind in das Game gegangen und... Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich bin's, Sebastian. Ich habe mich heute extrem auf dieses Spiel vorbereitet. Wenn ich und ich voll bin fucking ready. Dann ist hier Lex. So. Ich kenne das Spiel, wie gesagt, nicht. Ich habe es noch nie gespielt. Also irgendwie, ist es nur bei mir so oder ist Google Chrome einfach momentan nicht mehr der geilste Browser? Ich habe das so oft... Das Chrome bei mir alles. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich bin's, Sebastian. Ich habe mich heute extrem auf dieses Spiel vorbereitet und ich bin fucking ready. Ich reinige jeden Tag. Wie gesagt, nicht? Ich weiß nicht, ich habe es mehrmals am Tag gehört mittlerweile. Ich kenne so ein paar Chrome ist einfach Arsch. Aber ich habe schon von anderen Leuten gehört. Aber lange noch nicht alles. Eins weiß ich, es spielt irgendwo in Russland oder irgendwo in der Nähe. Und deshalb. Ich habe mich natürlich extra eine Adidas mit dabei. Ja. 0 von 15. Ich bin's. Sterzig, wähle deinen Charakter. Sie sind ein Operator von Bear. Wer hat sich das jemals durchgelesen? Niemand. Regiment. Hat ja noch niemand durchgelesen. Unternehmen, welches sich hauptsächlich aus Ex-Offizieren von Spezialeinheiten aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion zusammengesetzt. Die Bears kämpfen in den Auftrags gegen bla bla bla, alles klar. Du bist ein Operator der USEC. Eines im Ausland gegründeten Privatmilitärunternehmens, welche von den Terror-Group Labs als Sicherheitskräfte beauftragt wurden. Während der Auftragskriege war das Primärziel der USEC die Vernichtung von Beweisen aller potenziellen illegalen Aktivitäten. Ja, bla bla bla. Ich glaube, ich nehme Bär. Einfach, weil ich ein Bär bin. Nein! So, das ist also mein Shit hier. Alles klar, ich bin übelreich. Ich habe 1000 Milliarden Rubel. Ich habe 300.000 Rubel, ein paar Pistolen. Abfahrt, Junge. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen kann. Deshalb lasse ich es einfach weg. Ich will natürlich aus Tarkov entkommen. Betritt den Raid mit deinem Hauptcharakter, einem Ex-Bear-PMC. Und tue alles, was nötig ist, um Tarkov... Man hat am Anfang... Das ist aber nicht mehr so... Wenn man seinen Charakter erstellt hat, hat man Cooldown auf Scalf? Dr. Teto, The Bearded Jack und Doodly Doo. Kuss geht raus, Lina, auf dein Ass. Dankeschön auch für deinen Sub. Danke an alle, die reingesubbt haben. Dankeschön. Hat man Cooldown auf Scalf, wenn man gerade seinen Charakter erstellt hat? Ist es nicht so? Also habe ich das nicht sogar diesen Vibe so gemacht? Erstmal eine Scalf-Runde? Oder sind wir direkt rein? Ich weiß das gar nicht mehr. Auf Leben zu verlassen. Warum betrete ich es dann überhaupt? Er drückt auf den. Muss auf weiter drücken. Okay, die Wälder. Also, ich muss sagen, es ist einfach schön. Damals wäre ich genauso lost gewesen, muss man sagen. Genauso lost wie Sebastian. Also, ich finde es einfach schön, auch dass das Spiel auf Deutsch ist. Also, das ist einfach schön. Das ist einfach schön zu sehen. Das ist einfach Genuss. Purer Genuss. Schutzgebiet. Dauert 25 Minuten oder so. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber ist okay. Ja, stimmt. Ist schwer. 8 bis 12 stimmt, Leute. Marius. Oder ich nehme die Fabrik. Es dauert 15 Minuten. Ist auch schwer. Ja, ja. Und da sind 4 bis 6 Leute. Weiter zeigt mir an, dass ich irgendeine Karte nicht besitze. Dann gehe ich auf bereit. So, ich glaube, das sieht gut aus, Freunde. Ich glaube, das sieht gut aus. Keine Weste. Er hat keine Weste an. Oder? Komm, 2 Minuten sind nix. Ist doch nix. Es sind 3 Minuten vergangen, ohne dass ich ein Spiel gefunden habe. Verbinde zum Server. Lade Beute. Ich bin halt legit gespannt auf das Spiel. Ich meine, ich habe mir das jetzt halt auch privat so geholt, ne? Ich habe auch echt Bock, das zu zocken. Aber ich glaube, es ist scheiße schwer. Ja. Dein Charakter ist schwer verwundet. Du solltest zurückkehren und dich... Vor Antritt deines. Ich glaube, er ist an einem Scavenger gestorben. Dein Charakter ist jetzt halt auch privat so geholt, ne? Ich habe auch echt Bock, das zu zocken, aber ich glaube, es ist scheiße schwer. Ja, er ist an einem Scavenger gestorben. Dein Charakter ist. Aber ohne Rüstung. Du solltest zurückkehren und dich vor Antritt deines Raids heilen.
Boah, Standardversion. Alter, ich bin so los. Ja. Wir sind wieder gesund. Das bedeutet so viel, dass wir wieder richtig rein können jetzt. Ich glaube aber, dass die Fabrik tatsächlich nichts für mich ist. Ich nutze jetzt erst einmal den Anfang dieses Videos dafür, überhaupt auf das Spiel klarzukommen. Das Problem ist nämlich, dass ich keine Ahnung habe, was gerade mein Ziel ist. Ich glaube, ich habe bestimmt was über... Ich habe safe was überlesen. Ich habe safe was überlesen, was wichtig war. Ich habe es einfach weggedrückt. Wetten? Ich bin bereit wie noch nie! Imagine, er wartet halt irgendwie nur darauf, ein Spiel zu können, ist dann... Ja, genau. Habe ich die nicht gerade eben verloren? Ja. In dem Game? Oder genau. Täusche ich mich da jetzt gerade? Es wird ein sehr langer Tag. Es wird ein sehr langer Tag. Wir gehen jetzt rein. M9 Bayonet. Einfach rein. Ich bin so lost, Alter. Primärziel Nummer 1. Achtung. Waffe finden. Gegner ausschalten. Ah, oh, fuck, Mann. Ja, schön. Das ist halt jeder, der mit Lager anfängt. So, da ist genau diese so. MP-Muni drin, oder? Jo, die hier oben. Dann nehme ich noch 2 extra Magazine mit. Und in dieser Zeit sollte ich theoretisch 8 Milliarden Kills gemacht haben. Ich bin schwer verwundet. Ich hab's vergessen. Moment. Oh, er hat gleich keinen Käse mehr. So. Ich hab keine Ahnung. Ich gehe da jetzt rein. Ich gehe jetzt nochmal in die Fabrik. Das ist halt das Ding. Beziehungsweise das Problem. Da sind halt viele. Vielleicht bräuchte ich mehr. Ah. Aber er hat auch echt wenig Stuff als Standardversion besitzen, ne? Ich muss darauf achten, dass ich nicht gepusht werde. Weil das Ding ist halt, und ich glaube, ich hätte den gleichen Fehler gemacht. Ich hätte auch gedacht, dass diese Weste, also die Rig, basically meine Schutzweste ist. Aber ist sie ja nicht. Das heißt, er geht die ganze Zeit ohne Schutzweste rein. Was einfach hilarious ist, ne? Das haben die das Spiel davor gemacht. Und ich muss einfach abaimen und auf den Kopf zielen. Theoretisch. Okay. Ich habe nur eine Pistole. Was das Ganze, glaube ich, ein bisschen schwer macht. Peng, 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 peng. Hä? Peng. Wieso? Peng. Aber er hat voll lange überlebt, Alter. Dafür, dass der gegen den Spieler angetreten ist. Das war ja ein Player. Der hat ihn ja gar nicht getroffen. Der hat nicht mal eine Weste. Und das auf der Factory ist es ja normal, dass du basically ohne Gear reingehst. Bitte? 41 Sekunden. 41 Sekunden! Ich habe 41 Sekunden überlebt. Benutzte Munition 18. Ein ganzes Magazin. Ich habe ihn 9-mal getroffen. Der hat ihn fast getötet. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Charakter ist schwer verwundet. Ja, ich war, also jeder war, wenn ich so lost war oder nicht ansatzweise so lost, weiß ich nicht. Aber er hat ja wirklich nichts im Slash. Lager, Toilette. Oh, kann ich viel upgraden? Erste Hilfestation. Jo, bauen. Das ist ja eh für Robin das meiste. Das ist halt so krass. Also da muss man halt auch mal Props aussprechen, weil er hat jetzt nicht vorher ein Tutorial geguckt oder gegoogelt oder so. Und das ist ja, so fühlt sich jeder Mensch, der das Spiel einfach nur kauft und einfach nur reingeht. Es wird nichts erklärt, du hast keine Ahnung, was du machen kannst. Aber er hat einen Scaff-Run. Er hat jetzt einen Scaff-Run und hat es jetzt gecheckt, ne? Ja, er hat es jetzt gecheckt. Was ist Scaff? Startet den Raid als Scaff, einem lokal ansässigen Banditen mit zufälliger Ausrüstung.
Es ist dein Tarkov und du bestimmst die Regeln. Ich wusste gar nicht, dass das da steht. Es ist dein Tarkov und du bestimmst die Regeln, lol. Egal. Ich gehe da jetzt rein. Ich habe bis jetzt weniger gespielt als im Menü verbracht. Auf ein neues? Ja. Ich freue mich schon. Ready for takeoff. Tarkov. Ready for Tarkov. Ich habe echt noch nicht so ganz raus, was eigentlich der Sinn des Spiels ist. Ich laufe hier rum und ich sehe einfach nichts. Oh, Alter, er hat nicht gelootet. Ich weiß halt legit nicht, wo zum Teufel ich eigentlich hin soll. Peng. Er ist jetzt... Also wie hat er so lange überlebt? Okay, wir gucken mal hier oben. Sieht's nicht so gut aus. Er hat keinen Arm mehr. Es ist alles rot. Und er hat noch 3 Minuten auf der Uhr. Aber was ist in der Zwischenzeit passiert? Piu. Peng. Escape from Tarkov exit points. All escape from Tarkov maps and extraction points guide. Danke! Ist auch geil, dass das Spiel einem das so geil erklärt, Alter. Extraction point funktioniert nicht. Verdurstet. Verdurstet. Als ob das so eine Headline in irgendeinem Post ist und man das so googelt und da steht Extraction Point funktioniert nicht, verdurstet, wie so eine Bildüberschrift. Junge, Alter, das ist ja der Hammer. Das wusste ich gar nicht. Das sind wohl die Woods, wo ich eben einmal verreckt bin. Im Prinzip, die Extraction Points sind alle am Rand der Map. Das ist gut. Dann kann ich nämlich einfach irgendwo lang gehen, weil mir fällt gerade auf, wir haben in-game gar keine Karte. Also, ich bin ehrlich. Ich habe mit weniger Stress gerechnet. Ah ja, ich kann jetzt nicht als Geld rein, klick doch mal auf Händler. Verreckt bin. Das heißt, ich glaube, er denkt, wenn er auf Händler klickt, dass er irgendwie Geld bezahlen muss, so echt Geld, so Fortnite-Skins oder sowas kaufen kann. Ich glaube, der checkt gar nicht, dass man bei den Händlern auch was kaufen kann. Ich muss mit meinem Hauptcharakter rein. Das bedeutet aber auch so viel, dass ich jetzt mit meinem verwundeten Charakter rein darf. Ich versuche mich gerade zu entscheiden zwischen, ich gehe jetzt einfach rein und ich warte einfach ab, bis mein Charakter wieder voll ist. Das Ding ist, ich sterbe halt eh direkt wieder, wenn ich nicht endlich mal irgendwas mache. Wenn ich nicht den ersten Schuss kriege, looten kann, bla bla, dann bin ich halt eh down. Das wiederum heißt, ich könnte jetzt einfach rein mit Low HP, ach, war noch ist halt egal, und die wegmachen. Das mache ich. Bereit. Bitte lass mich jetzt nicht nach 2 Sekunden draufgehen. Es ist einfach schön. Ich sehe mich halt wirklich nicht. Ich sehe mich halt einfach wirklich nicht dieses Spiel schaffen. Ich habe am Anfang meine Waffe verloren und seitdem geht es bergab. Wie meine Oma im Rollator oder aufm. Ja, ich. Ich muss doch einfach nur einmal entdecken. Schmerzmittel. Kann ich das kaufen? Ah. Kann das kaufen? Ja! Kauf! Kauf Käse! Habe ich gerade eine Transaktion getätigt? Ich bin so lost. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was ist das? Eine Mosin, Alter. Es gibt keine geladenen Magazine. Da ist es. Da ist der Oschi. Gott ist nicht frei. Das ist einfach, das ist so schön. Das einfach genießen, versteht ihr? Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ah, stopp. Ich glaube, ich hab's. Oh. Ja! Endlich, Claps Mann. In den Chat. Guess who's back? Back again, bitches. Ich habe gerade original 15 Minuten gebraucht, um eine Waffe nachzuladen im Hauptmenü. Ich bin ehrlich, ich bin guter Dinge. Einsatz in 17 Sekunden, das kann eigentlich nur Gutes bedeuten. Es ist Nacht. Ich finde Nacht immer so geil in YouTube-Videos, weil man dann immer so viel sieht als Zuschauer. Na, genießt ihr die Atmosphäre? Okay, nach dem Durchschauen von diesem Teil habe ich mich jetzt entschieden, das Ganze vorzuspulen. Ich erkläre euch einfach, was passiert ist. Ich bin durch die ganze Pampa gerannt, hab... Was?
Wait. What? What? What the fuck? Es gibt das? Es gibt das, wie er jemanden mit einem Thermal tötet? Ist er noch loster im Schnitt als im Game? Was ist das denn? Er tötet jemanden mit einem Thermal? Der hat übelst den Loot. Es gibt das und macht ein Voice-Over? Ich komm nicht mehr auf mein Leben klar. What the fuck? Hier die Atmosphäre. Okay, nach dem Durchschauen. Moment. Ich will das. Er hat das ja nur vorgespult. Und von diesem Teil habe ich mich jetzt. Der hat einfach irgendjemand in den Rücken geschossen, der übelst juicy war. Der übelst juicy war und er skippt das. Weil er keine Ahnung hat. Oh mein Gott. Das ist ja der Hammer. Das ist ja einfach nur der Hammer. Der hat eine Ersatz mit einem Thermal Schall gedämpft. Eine Gen 4 hat Night Vision. Ja, wieso hat er Night Vision und ein Thermal? Naja, ja, wobei, macht er dann wahrscheinlich hoch, wenn er es benutzt. Und was kommt da noch alles? Ich erkläre euch einfach, was passiert. Okay, das war ein Scav. Passiert ist. Ich bin durch die ganze Pampa gerannt, habe tatsächlich 3 Kills geholt, habe mehrere Waffen gefunden, habe aus Versehen die Magazine weggeworfen, hatte also letzten Endes doch nur eine Handfeuerwaffe in der Hand. Dann bin ich vor allem Raum 110. irgendwann an einen See gekommen, hab gedacht, ich kann da vielleicht abhauen, aber nein, konnte ich nicht! Daraufhin bin ich auf einen anderen Spieler gestoßen, der mir natürlich ins Bein geschossen hat. Somit hatte ich eine blutende Fleischwunde an meinem Bein und ich bin humpelt zu einem Ausgang gegangen. Und hier setzen wir wieder ein. Hier, das sieht doch nach einem Extraction Point aus, oder nicht? Jo, da geht ein Timer runter. Da geht ein Timer runter. Ich glaube, das ist der Timer. Solange er weiß ja auch nicht mal, dass man Doppel-O drücken muss. In 10 Minuten kann ich entkommen. Ich warte jetzt hier vor und genieße mein Leben. Hat er einen Splint? Voll aufgeschlitzt. Er hat keinen Splint, ne? Vor allem das ist gar nicht gut. Er hat keine Heilung. Und er weiß auch nicht, dass er die Heilung hat er wahrscheinlich bei dem Typen nicht bekommen. Zittern das ist einfach hammerhart. Eine Fraktur und Schmerzen. Geil. Mein Blut. Hunger hat er auch. Jetzt warte ich hier 9 Minuten. Er bleibt einfach stehen! Er bleibt einfach stehen! Nein. Each map has multiple extraction. Junge, du hast das doch schon gegoogelt! Du hast das doch schon gesehen! Du hast sogar gesagt am Maprand. Das sind einzelne Punkte! Where you can leave the raid after a certain amount of time. To see the available extractions, double tap 0. The extractions will be different for each raid. Das ist ein O! Das ist keine 0! Das ist ein O! Das ist keine 0! Double tap O! Oh Mann. Oh Mann. Spawn point and if you play as PMC or Scav. Das bedeutet, dass ich vielleicht gar nicht hier raus kann. Ja, aber welches, wo kann ich denn jetzt raus? Ist der nicht sogar in der Nähe vom UN-Dings da? Ja. Er wartet trotzdem, er weiß, Countdown, dass es nicht klappt. Jungs, Countdown. Woo! So Leute, die letzte halbe Minute ist angerissen. Jetzt werde ich bald sehen, ob ich das erste Mal entkomme. Geil. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Und jetzt hauen wir ab in 10 Sekunden. aber es sind genau 40 Minuten. Also, ne, ist schon mal nicht schlecht. Muss man erstmal schaffen. Oh Mann, ey. Ich habe gerade original einfach nur meine Lebenszeit. Vor allem, also ihr müsst euch mal vorstellen. So, Sterzig, Max, ich, Gnu, wir machen das eigentlich alle gleich. Wir peilen immer so für jede Aufnahme. Das ist ja eine Aufnahme. Der hat es nicht gestreamt, das ist eine Aufnahme. Für jede Aufnahme peilen wir immer so eine Stunde an. Wenn es hochkommt, anderthalb und dann ist schon eine Obergrenze, weil man will ja eigentlich nicht für ein Video, was dann auf 15 oder 10, na, hier 13 Minuten geschnitten wird, man will ja nicht 3 Stunden drin sitzen. Der hat alleine nur für diese 3, 4 Szenen gerade, die eigentlich auch der beste Part des Videos sind, bin ich ehrlich,
hat der 40 Minuten in diesem Raid einfach gesessen. Ne? Er hat auf einfach 40 Minuten getrimmt. Und das sind nur diese Szenen. Das alles hier vor, diese ganze Bums, das kam ja noch davor. Und dann hat er ja auch die ganze Zeit gewartet. Ich möchte unbedingt wissen, wie viele Stunden der aufgenommen hat für dieses 13-Minuten-Video. Das ist ja der Hammer. Und grüß dich, Marvin. Das ist ja der Hammer. Ich habe 2 Stunden 13 in dieses Spiel investiert. Und es hat sich nicht eine Sekunde 13. Ich wusste gar nicht, dass das einfach nur meine Lebenszeit in dieses Spiel. Ich habe 2 Stunden 13 in dieses Spiel investiert. Ja, gut. Ich hätte jetzt sogar 5 Stunden oder so getippt. Ich hätte sogar 5 Stunden oder sowas getippt. Holy shit. Also, ich hätte echt mehr gedacht. Ich nicht eine Sekunde gelohnt. Er tötet 2 Spieler. Einer davon hat ein Thermal. Also, grundlegend können wir festhalten: Wenn der Junge weiß, was er zu tun hat, dann löppt der Lachs. Der ist ja ein Naturtalent. Sieht man ja hier. Ne? Aber er tötet bei Nacht mit einer Pistole ohne Gier. Er sieht nichts. Jemand mit einem Night Vision und einem Thermal. Er hat sogar noch eine M1A gefunden. Aber die war wahrscheinlich naked. Weil er hat ja die Ersatz noch. Ein Zeiger? Hä? Warte mal. Wenn er eine Zeiger und eine M1A hat, hat er die Ersatz mit dem Thermal weggeschmissen? Wollt ihr mich verarschen? Hat er die Ersatz mit dem Thermal weggeschmissen und hat die gegen eine Skeff-Zeiger und eine Stock M1A eingetauscht? Das ist ja der Hammer. Das ist ja der absolute Hammer. Hatte keine Muni. Ja, aber dann nimmst du doch... Dann nimm doch nur die Seiger und nicht die M1A. Ja, ist auch egal. Ja, wahrscheinlich hat er einfach logisch gedacht und gedacht, oh, ich habe hier keine Muni mehr und wusste auch nicht, dass er das Scope abschrauben kann. Aber es ist halt trotzdem, wenn man es weiß, ist es halt einfach nur lustig. Verstehst du, wie ich meine? Also, das ist halt einfach der Hammer. Tschüss. Ja. Das ist einfach, da muss ich sagen, Sebastian, das gibt jetzt hier noch einen schönen Kommentar. Sebastian, ich habe mir das Video eben noch einmal im Stream angesehen. Es ist einfach, perfekt und schön. Genau wie du. Kleiner 3. Es ist wirklich, also es ist ein ganz, ganz tolles Video.